gesehen schon im Vorspann. Ich bin in der Schweiz unterwegs. Und zwar habe ich vor, den Schweizer Rhein entlang zu fahren mit dem Fahrrad. Ich bin heute Morgen schon mit dem Zug hier angereist nach Sedrun. Und jetzt bin ich hier nochmal mit dem Zug auf den Oberalpast gefahren. Und da will ich jetzt eine Wanderung zur Rheinquelle machen. Da werde ich jetzt gleich mal loslegen, weil es ist schon ein bisschen spät, damit ich auch bei Zeit fertig werde. Und los geht's. Kann ich euch noch mal was sagen zu der Zugfahrt hierher. Ich bin also in Mannheim losgefahren bis nach Basel, in Basel dann Zürich. Der Zug ging dann gleich weiter nach Chur. Genau. Und in Chur bin ich dann bis ins Muster und dann noch mal umgestiegen nach Sedrun. Ja, und jetzt bin ich hier gelandet und versuche an die Rheinquelle zu wandern. Hier nochmal ein schöner Ausblick. Ja, hallo. Ja Leute, hier geht es wirklich verdammt eng zu. Hier kommen mir dauernd Leute entgegen. Da muss einer immer stehen bleiben, anders geht es nicht. Ihr seht ja den Abgrund daneben. Während ich hier hochwandere, kann ich euch ja noch mal kurz erzählen, was ich eigentlich vorhabe. Also ich bin jetzt hier in die Schweiz gefahren und will den Schweizer Rhein mit dem Fahrrad entlang fahren. Heute bei der Ankunft will ich jetzt erstmal zu der Quelle noch wandern und dann die restlichen Tage, das sind 4 Übernachtungen, wo ich noch habe, will ich mit dem Fahrrad dann den Schweizer Rhein entlang fahren bis nach circa Basel. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich werde natürlich auch mit dem Rad den Rhein weiter entlang fahren, in Deutschland und so. Ich weiß aber bloß nicht genau, wie ich es mache. Es werden vielleicht verschiedene Etappen, Episoden geben. Aber auf einmal kann ich nicht den kompletten Rhein von der Schweiz hier bis nach Rotterdam fahren. Das muss ich schon an unterschiedlichen Wochenenden oder so machen. So viel Zeit habe ich jetzt nicht auf einmal. Schade drum, ja. Schön wär's. Also nochmal zu der Rheinquelle zu sagen. Erstmal der Rhein entspringt aus zwei Nebenflüssen. Also aus zwei Flüssen entsteht dann der Rhein. Das ist einmal der Hinterrhein, einmal der Vorderrhein. Und als eigentliche Quelle gilt der Vorderrhein. Und da bin ich jetzt hier auf dem Weg hier hin zu der Quelle. Und zwar, wie gesagt, führt ein Wanderweg vom Oberalpass
bis zum Thomassee hoch. Und beim Thomassee ist dann auch die Rheinquelle. Die liegt, glaube ich, so bei 2,380 oder so Meter hoch. Da habe ich jetzt noch ein bisschen Höhenmeter. Aber ich habe auch schon so einiges geschafft. Und noch zu dem Leuchtturm zu sagen, der da unten steht. Das ist eigentlich ein Symbol für die Mündung in Rotterdam, wo ja bekanntlich der Rhein in die Nordsee fließt. Hier ist der Weg schön brappelig. Und hier drüben sehen wir etwas Schnee. So Leute, ich bin jetzt hier hochgewandert, die ganze Zeit habe ich jetzt nicht mehr filmen können. Aber ich schaffe es wirklich nicht mehr zur Quelle. Hier unten ist die Schneeplatte im Weg. Hinter den Felsen, da ist der Thomassee. Da komme ich nirgendwo durch. Und es fängt jetzt an zu regnen und zu schneien. Ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass so ein Wetter noch im Juli, im Hochsommer ist hier. Aber es ist halt so, ich gucke jetzt, dass ich runterkomme, so schnell wie möglich. Aber hier hinten dran ist jedenfalls die Quelle. Sehr schade drum, aber es ist halt mal so. Okay, man darf nicht zu viel riskieren. Ja Leute, ich muss jetzt weiter sehen, dass ich den Berg runterkomme. Ganz da oben bin ich jetzt schon hergekommen, wo ich euch das gezeigt habe mit der Quelle. Hier hinten ist noch der Schnee. Ich gucke, dass ich weiter den Berg runterkomme. Es regnet nämlich immer noch weiter. Und mal schauen, ob ich euch zeigen kann. Ich bin jedenfalls ganz nass. Egal, es geht weiter. Jetzt noch einmal ganz da oben war ich. Ich bin zum Glück jetzt schon weiter unten und bin jetzt auf diesem Weg und nicht mehr hier über Stock und Stein. Ich tue es mal gerade mal ein bisschen näher dran zoomen. Genau hier, wo der Schnee ist, hier bin ich runtergekommen. Ja, wenn ich jetzt nicht ganz bei der Rheinquelle war, erkläre ich es euch jetzt noch mal ganz kurz. Hinter dem Wasserfall ist dann der schöne See. Könnt ihr euch vielleicht schon mal im Internet angucken. Und dann ist auch eine Markierung von der Rheinquelle und eine Kilometerzahl, wie lang es noch ist. Ich glaube so 1200, 1300 Kilometer bis an die Nordsee. Da stürzt er sich runter, der junge Vorderrhein. Jungs, ganz brav, da muss ich jetzt durch, oder irgendwie außen rum. Ja, da müssen sehr viele Kühe hier durchlaufen. Ja, hat noch das Gebimmel hinter mir. War gar nicht so einfach, da durchzukommen. Vielleicht kommen ja noch ein paar auf den Weg unten. Jawohl, jetzt kommt sogar noch mal die Sonne ein bisschen raus. Die trocknet mich jetzt langsam. Und da unten ist die Straße, wo nach Sedrun führt. Da muss ich jetzt langsam hin. Und dann geht es nach Sedrun.
wo ich Übernachtung habe. Rheinquelle, und zwar entspringt die ja hier im Gotthardmassiv hier in Graubünden. So, jetzt haben wir es ganz genau. Von ganz da oben von dem Berg komme ich her. Und hier unten läuft jetzt der Vorderrhein. Das sieht man schön. Ich tue noch mal näher dran zoomen. Ah, fließt er da unten. Da geht er weiter bergab. Zwei Zitronen sieht man jetzt wieder schön in den Vorderrhein. Hier ist er noch klein und niedlich. Da wird mal ein Riesenstrom draus, der wohnt noch zerfließt. Ja, hier am Golfplatz von Zerfuhn möchte ich mich dann auch von euch verabschieden. Ich blende euch jetzt mal nochmal von der Wanderung die Karte ein. Ich gehe jetzt noch zu meinem Zimmer in Zerfuhn. Morgen geht es dann weiter mit dem Fahrrad, mit der ersten Etappe. Zwar nicht den Rhein entlang, den Vorderrhein entlang, in der Schweiz. Bis morgen dann. Jetzt genau der Vorderrhein bei Zerfuhn.